What's poppin', Boys and Girls? Heute komme ich mal wieder ein bisschen mit meiner Öko-Side of Life um die Ecke. Sie ist klein, aber sie ist existent und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Und Action. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich euch updaten muss, weil das letzte Video mega dramatisch war. Update, es geht mir sehr gut. Ich bin healthy und auf den Beinen und ich trage auch keine Dings mehr. Corsage. Ihr wisst, wovon ich rede. Und bevor ich ins Video einsteige, wollte ich euch nur erzählen, dass ich mit meinem Podcast für den Deutschen Podcastpreis nominiert bin und dass ihr in der Kategorie Bildung könnt ihr für mich abstimmen. Ich setze euch den Link mal unten in die Infobox. Wenn ihr Lust habt, würde ich mich sehr freuen, weil ich habe noch nie was gewonnen. Und ich wollte immer mal so einen Grammy oder einen Oscar gewinnen und dann so eine Rede halten und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich abstimmen würdet, wenn ihr meinen Podcast gut findet. Falls ihr ihn nicht kennt, hört euch meinen Podcast an. Er ist nominiert, das heißt, er muss gut sein. Es ist so. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde, ne? Wir kriegen es überall zu hören. Das Eis schmilzt, die Fische fressen Plastik, der Planet geht zugrunde. So, das haben wir alle mitbekommen. Wir sind aber alle an Sachen gewöhnt, die sehr bequem sind und voller Plastik. Hand aufs Herz, es gibt sehr viele Dinge, die ich liebe, die aus Plastik sind. Deshalb habe ich mir angewöhnt, nach und nach Dinge einfach auszuprobieren, die nachhaltiger sind als zum Beispiel ihre Plastikvariante oder ihre kurzlebige Variante und habe jetzt einfach mal so alle Dinge auf einen Haufen gelegt hier, und das sind 8 Stück an der Zahl, die ich gefunden habe, die nicht nur nachhaltig sind, oder halt also gut für die Umwelt, sondern halt auch mein Leben verbessert haben, also cooler gemacht haben. Und beginne mit dem Klassiker, Menstruation. Ja, ich habe schon in 2 Videos über dieses Produkt gesprochen bisher, weil ich einfach ein ganz, ganz großer Fan bin. Aber es gab auch ein paar Rückmeldungen von einigen von euch, die dem Ganzen ein bisschen skeptisch oder halt auch ängstlich gegenüberstehen, was ich total verstehen kann, weil das bei mir am Anfang nämlich auch so war. Und genau deswegen würde ich gerne ein kleines Produkt vorstellen, was ich ziemlich cool finde. Was gibt es überhaupt für Gründe, die Menstruationstasse zu benutzen? Also erstmal Nachhaltigkeits-Umweltaspekt. Sie ist ökologischer. Du hast keinen Müll mehr und die Menstruationstasse kaufst du halt einmal und kannst sie halt einfach für immer benutzen. Ja, da fragt man sich, wie lange für immer? Das ist nämlich Punkt 2. Es ist einfach ökonomischer. Du bezahlst halt einmal etwas mehr Geld und hast dann halt einfach dauerhaft was davor. Theoretisch kannst du dieses Ding einfach jahrzehntelang benutzen, denn es ist medizinisches Silikon. Punkt Nummer 3 ist, es ist einfach gesünder. Was ich auf jeden Fall zu 100% unterschreiben kann, ist, dass Menstruationstassen die Scheide, nicht austrocknen und das Intim-Scheiden-Milieu, die Flora, die Scheidenflora, oh, so viele schöne Worte in diesem Video, bleibt halt intakt. Da könnten zum Beispiel mal Mädels drüber nachdenken, die vielleicht ein paar Fungi-Probleme haben. Und dafür ist die Menstruationstasse wirklich super und kann eventuell auch das ein oder andere juckende Problem verbessern, eindimmen, minimieren, reduzieren. Der letzte Punkt und für mich einer der wichtigsten Punkte ist, es ist einfach komfortabler, wenn man den Dreh einmal raus hat. Kommen wir nun zu dem Produkt, was ich zugeschickt bekommen habe. Und zwar ist es eine neue Menstruationstasse auf dem Markt. Und zwar der Merula Cup. Die Merula Cup? Ich bin dafür, dass es etwas Weibliches ist. Das eine ist die Midnight-Variante. Die ist schwarz, für die ich mich jetzt entschieden habe, weil meine andere, ich würde sie euch zeigen, meine andere, aber ich kann sie euch nicht zeigen, weil es eine Ekelhaftigkeit in Menstruationstassenform, so verfärbt wie die ist. Und das Coole an Schwarz ist halt einfach, dass du Verfärbungen nicht siehst. Wie ihr schon sehen könnt, ist die Merula etwas anders geformt als die meisten anderen Menstruationstassen. Das liegt daran, dass Merula eine Größe entwickeln wollte, die für alle passt. Also quasi eine One-Size-Menstruationstasse, weil ihr habt das bestimmt schon gehört, Menstruationstassen sind so eine kleine Wissenschaft für sich. Diesen Übergang von der von der Gebärmutter zur Vagina. Da muss die Höhe ausgemessen werden. Die Merula ist quasi für alle Höhen geeignet. Jeder kann die benutzen, auch egal, ob ihr eine schwache oder eine starke Beckenbodenmuskulatur habt. Zweiten Vorteil, den ich an dieser Menstruationstasse sehe, ist, dass mehr reinpasst. Für Leute, die eine starke Periode haben, ist das super, weil das könnt ihr echt 12 Stunden drin lassen, beziehungsweise so lange wie 2 Super Plus Tampons bei euch halten. Und der Grund, warum ich sie halt auch vorstellen wollte, ist halt, dass sie halt unten dieses Leiterding hat. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Mädels einfach Schiss davor haben oder schon mal Probleme hatten, das Ding rauszubekommen. Du hast dieses Leiterding,
Leiterding hier und du kannst da einfach mit dem Finger reingreifen und dran ziehen. Die meisten Leute sagen, dass sie Schmerzen dabei haben, wenn sie dieses Ding einfach rausziehen. Das ist gar kein Wunder, denn wenn sich dieses Ding festsaugt, entsteht ein Unterdruck. Bauch eindrücken, rausziehen, nicht einfach rausziehen. That's not a good idea. Eine weitere Frage, Anmerkung, Sorge, die immer wieder reinkam, war das Einführen, dass Leute Probleme haben, das Ganze so zu setzen, dass es dicht ist. Ihr nehmt die Menstruationstasse, dann drückt ihr hier die obere Kante ein und dann führt ihr das Ganze ein, nach oben bis an den Muttermund und dann lasst ihr das aufploppen. Falls die Menstruationstasse nicht dicht ist und dann noch was rauskommt oder falls ihr sie merkt, dann sitzt sie nicht richtig. Falls ihr Näheres dazu wissen wollt, könnt ihr unten in die Infobox gucken. Da habe ich euch Kontaktmöglichkeiten verlinkt, wo ihr die auf Amazon kaufen könnt, wo ihr einen Store in eurer Nähe finden könnt, wo ihr euch die mal angucken könnt. Und eine Facebook-Gruppe für Frauen. Ich laufe damit rum, 12 Stunden am Tag, dann kommt das raus, wird einmal ausgewaschen oder mit Klopapier abgewaschen, kommt wieder rein. Das hat meine Periode so viel einfacher gemacht. Okay, ich rede schon wieder so laut, ne? Das ist ja so unangenehm. Das zweite nachhaltige Gadget, was mein Leben sehr, sehr viel schöner und komfortabler gemacht hat irgendwie, sind waschbare Wattepads. Also ich muss dazu sagen, dass ich Wattepads nur für Toner benutze. Also ich benutze immer einmal die Woche so einen Fruchtsäure-Toner. Dafür benutze ich das. Das mache ich dann einfach da drauf und streiche das wie halt so ein Gesichtswasser einmal ein. Und wenn ich sehe, dass halt alle dreckig sind, dann kommen die halt mit zur Wäsche. Also was ich damit nicht mache, ist mir Nagellack zu entfernen. Also ich schmink mich immer mit Waschgel ab, aber ich habe es für euch jetzt noch einmal getestet und es hat super funktioniert. Ja, und man spart so, so viel Müll dadurch und das ist irgendwie auch ein schöneres Gefühl auf der Haut und meine Augen sind danach nicht so gereizt und das hat mich wirklich sehr doll erfreut in den letzten Wochen und deswegen wollte ich euch das einfach mal vorstellen. Ja. Eine weitere Sache, die mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet hat, weil sie sich einfach viel hochwertiger anfühlt und irgendwie mehr Spaß in der Benutzung macht als das, was ich vorher benutzt habe, ist eine Alternative zu Alufolie und Frischhaltefolie. Also ich habe ganz oft, bin ich in der Situation, dass ich nicht die richtigen Teller oder Deckelgrößen für bestimmte Gefäße habe, die ich einfach mal so in den Kühlschrank schmeißen will, dann ja, habe ich immer zu Alufolie oder Frischhaltefolie gegriffen. Und das wollte ich irgendwie aus meiner Küche eliminieren, weil es keine Produkte sind, die mir irgendwie Freude bereitet, wo es mir wehtut, die auszutauschen. Wisst ihr, was ich meine? Mir ist leider beim Bestellen nicht aufgefallen, dass Bees Wrap eventuell was mit Bienen zu tun haben könnte. Aber das Ganze gibt es auch ohne Bienenwachs. Also falls ihr keine tierischen Produkte kauft, ich verlinke unten einfach das ohne Bienenwachs. Und das ist super cool. Du legst es einfach drauf. Und mit der Handwärme fixierst du das quasi an den Seiten und dann stellst du es in den Kühlschrank oder lässt es draußen stehen und dann ist das Ganze geschützt. Das bestellt man sich einmal und kann es einfach sein Leben lang benutzen. Das wollte ich euch zeigen. Das ist aber schön. So, eine weitere sehr coole Sache sind wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel. Also, ich habe ja schon mal in einem Video gesagt und ich glaube, die ganze Welt hat das schon verändert und in den meisten Geschäften gibt es das auch gar nicht mehr, dass man Plastiktüten benutzt. Ja, und irgendwann, und diesen Moment hatte bestimmt jeder, der keine Plastiktüten oder keine Tüten im Supermarkt benutzt, steht man so an der Kasse, guckt sich seinen Einkauf an und denkt so, ja, ich kaufe jetzt keine Plastiktüte, aber alles, was in die Plastiktüte reingekommen wäre, ist in Plastik. Vieles davon kann man nicht so wirklich beeinflussen, weil es gibt immer noch viele Produkte, die ich kaufe, die in Plastik eingepackt sind. Aber eine Sache, die man verändern kann, ist einfach diese Tüten zu meiden, wo Äpfel und dieser Scheiß reinkommt. Ich habe irgendwann einfach aufgehört, die zu benutzen und fand das manchmal aber so ein bisschen anstrengend, weil ich auch ganz oft ohne diese Körbe in den Supermarkt laufe, weil ich nur mal schnell ein bisschen Obst brauche und dann balanciere ich das immer irgendwie so rum und dann ist das an der Kasse alles. Ach, ich weiß auch nicht, das hat mich irgendwie genervt. Und deswegen habe ich mir wiederverwendbare Obst- und Gemüsebeutel bestellt. Und die sind so cool. Also du gehst damit halt einfach rein und kannst das dann halt da so reinmachen. Und dann klebe ich da außen meinen Zettel drauf und bisher hat noch niemand gemeckert. Genau, und da ist dann einmal so ein blickdichter Beutel drin, wo man Brot reinmachen kann. Also beim Bäcker könnte man sich auch sein Brot da reinmachen. Genau, und dann habe ich halt diese Mopeds hier. 3 Stück. Und wenn ich dann so nach Hause komme und diese Beutelchen auspacke, dann fühle ich mich irgendwie gut. Also es hat es wirklich schöner gemacht. Nicht anstrengender, sondern schöner. Eine weitere Sache, die ich ausgetauscht habe, die halt 1:1 exakt denselben Zweck erfüllt und vielleicht sogar noch besser ist als das, was ich vorher benutzt habe, ist mein Spülmittel. Ich habe mir jetzt immer das von Ecova. Das ist ein Spülmittel, das pflanzenbasiert ist. Das bedeutet, wenn das ist nicht so schlimm wie richtiges, normales
herkömmlich konventionelles Spüli. Also wenn ihr damit abwascht, dann kommen pflanzenbasierte Inhaltsstoffe ins Wasser. Und die Verpackung ist zu 100% recycelbares Plastik auf Naturbasis. Also die Stoffe, die sie hierfür verwenden, sind für diese Verpackung sind naturbasiert und sie sind zu 100% recycelbar. Und meine Mutter, die überhaupt nicht wusste, dass das nachhaltig ist, der habe ich eine Flasche davon geschenkt, also hingestellt. Und sie hat mich dann gefragt, wo ich das gekauft habe, weil das bisher das beste Spülmittel ist, was sie benutzt hat. Und das soll was heißen, weil meine Mutter ist eher so Stiftung Warentest und weniger Stiftung Ökotest, falls ihr versteht, was ich meine. Mir wäre das jetzt nicht aufgefallen, dass es besser ist als andere Spülmittel. Das liegt daran, dass ich selten abspüle, sondern das machen lasse. Weil da habe ich meine Leute für. So, kommen wir zu einer Sache, die nicht einfach nur okay war, sie auszutauschen, weil sie denselben Zweck erfüllt, sondern sie hat mein Leben wirklich ein bisschen schöner gemacht. Und zwar sind es Metallstrohhalme. Ich erzähle euch jetzt nichts Neues, ja? Ich erfinde mit diesen Vorschlägen das Rad nicht neu, aber ich finde mal, ich möchte meine Gefühle dazu teilen. Es ist nämlich so, dass ich ein Strohhalm-Fan bin. Ich liebe Strohhalme und ich habe mir jetzt diese Metallstrohhalme bestellt, weil ich es geiler finde, aus diesen Dingern zu trinken, als aus dem Plastikstrohhalm, weil wenn es so ganz kalt ist und da auch noch Eiswürfel in dem Getränk drin sind, die sie immer bei mir sind, egal ob im Café oder zu Hause, dann ist das nochmal so extra kalt und es fühlt sich so viel hochwertiger an, mit denen hier zu trinken. Manche sind kurz, manche sind lang, manche sind gebogen, manche sind gerade. Wie alle zwei Tage nehme ich die einmal so unters Wasser. Da ist hier so eine Bürste bei, dann mache ich einmal so schwubbel schwubbel mit dem Spülmittel, spüle das durch und packe das wieder hier rein. Und das ist geil. Ich habe mir halt nie Plastikstrohhalme gekauft, obwohl ich Strohhalme liebe. Und jetzt kann ich halt wieder aus dem Strohhalm trinken und sitze nicht zu Hause und denke, ach, wäre das schön, wenn ich einen Strohhalm hätte. Weil die kleinen Dinge im Leben machen das Leben schön. Zum Beispiel Strohhalme. Nee, was ist das denn? So, jetzt habe ich die letzten zwei Sachen gerade geholt und ich bin mir irgendwie relativ sicher, dass das Sachen sind, wo Leute etwas skeptischer sind. Besonders die jetzt vielleicht nicht super öko unterwegs sind. Und zwar benutze ich keinen Weichspüler mehr. Ich weiß, dass die meisten Leute von euch, die sehr ökomäßig unterwegs sind, das sowieso nicht machen, weil Weichspüler ist A, glaube ich, nicht so gut für die Wäsche, habe ich mal gehört, aber halt auf jeden Fall nicht gut fürs Grundwasser. Einfach weil ihr Plastik, ihr schießt Mikroplastik nonstop ins Wasser. Ich mochte aber Weichspüler immer ganz gerne, weil es macht die Wäsche schön weich und es riecht halt einfach gut. Und ich habe sehr lange mich dagegen gesträubt. Also ich habe das versucht auszublenden. Ja, und jetzt habe ich einfach mal angefangen, dadurch, dass wir jetzt unsere eigene Wohnung haben, ein paar Sachen auszuprobieren und habe einfach mit den Sachen angefangen, die ich zu Hause hatte. Da gibt es 1000 Tipps, was man benutzen kann. Und ich habe einfach nur das ausprobiert, was ich zu Hause habe und das funktioniert mega gut. Und zwar benutze ich als Weichspüler jetzt einfach eine Kombination aus Apfelessig und einem ätherischen Öl. Ja, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass Essig, so wie Natron oder Soda, die Wäsche halt weicher macht und das Wasser so ein bisschen weicher macht, damit die Wäsche nicht so hart ist. Und es funktioniert wirklich. Ich habe einmal unsere Wäsche gewaschen, komplett nur mit Waschmittel und sie war steinhart. Und dann habe ich so 2, 3, 4, ich weiß gar nicht, Esslöffel Apfelessig mit reingemacht und sie ist einfach weich gewesen. Und jetzt fragen sich die meisten, riecht die Wäsche dann nicht nach Essig? Die Angst hatte ich auch. Nein. Meine Wäsche hat nicht nach Essig gerochen. Ja, und zusätzlich habe ich immer ein paar Tropfen ätherisches Öl reingemacht. Ich habe immer ätherische Öle zu Hause. Das hier ist Rose. Ich hasse den Geruch von Rose in der Luft. Aber in meiner Wäsche finde ich ihn völlig okay und ganz geil. Und deswegen brauche ich es halt dafür auf. Und jetzt habe ich weiche Wäsche, die schön riecht, ohne dass ich Weichspüler benutze. Aber schickt ganz super gerne eure Wäsche, auch so Waschmittel, Tipps dazu bitte unten rein. Weil ich bin very new on this. All this thing, Ding. So, und kommen wir zu einer weiteren Sache, wo die meisten Leute jetzt wahrscheinlich etwas zurückschrecken. Ich möchte eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar, ihr kennt das bestimmt vielleicht von Urlauben, also vielleicht wart ihr in Südostasien oder ihr wart in der Türkei oder so, da gibt es ganz oft diese Arschbrausen auf dem Klo. Also entweder es ist so ein komischer Pinöppel im Klo drin, wo du draufdrücken kannst, halt ein Bidet, was dir so an Wasser an den Arsch schießt, oder ist es manchmal so eine kleine Brause, wie so ein Duschkopf daneben, damit Leute sich den Popo sauber machen können, ja. Und ich bin hier in der westlichen Welt groß geworden, also in der
ihr wisst, was ich meine, in der Welt, wo man halt sich mit Klopapier den Scheiß von A nach B wischt. Ja, fand das immer mega merkwürdig und hatte auch so ein bisschen Berührungsängste damit. Und deswegen habe ich das nicht benutzt. Bis ich in einem Resort war, so ein Eco-Resort. Also da gab es zum Beispiel kein Toilettenpapier. Und dann dachte ich, okay, I give it a try. Und habe halt diese Brause benutzt. Ja, und jetzt vielleicht ein bisschen too much information. Aber ich habe mir das Ding halt hinten dran gehalten. Habe das mit rechts gehalten, mit links sauber gemacht. Man kann sich ein specialiges Handtuch dafür nehmen, weil es ist ja, als wäre man gerade frisch geduscht. Das ist der Hintergedanke dabei. Dann habe ich mir die Hände gewaschen und gut war's. Und ich habe einfach in 2 Wochen nicht ein einziges Stück Klopapier verbraucht. Und habe mich so viel wohler und so viel frischer gefühlt. Nach jedem Toilettengang habe ich mich frischer gefühlt als davor. So als wäre ich irgendwie frisch geduscht in der Hose. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, also es war sehr angenehm, als ob das meinem Körper sehr gut tut, nicht ständig diese Reibung zu bekommen. Ich weiß, es ist Typsache, ich weiß, es ist Gewöhnungssache und jeder kann sich nicht damit anfreunden. Aber ich habe mir eine Happy Po geholt. Vielleicht kennt ihr das aus Die Höhle der Löwen. Für mich funktioniert dieses Teil nicht so gut wie die richtig ans Wassersystem angeschlossenen Dinger im Ausland. Aber was soll ich machen? Ich habe so ein Ding nicht zu Hause. Ich weiß aktuell noch nicht, wie man sowas einbaut. Wir haben auch keinen Spülkasten, wo ich dran kann. Der ist in die Wand gebaut. Und deswegen benutze ich das und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Ich fühle mich sehr viel frischer, sehr viel wohler, wenn ich meine Periode habe. Wenn ich Nummer 2 machen musste, das ist mega spießig, das sozusagen. Wenn ich kacken war, deswegen wollte ich euch das zeigen, obwohl ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt sagen, aber für die, die sagen, I would give it a try, wollte ich es euch nur zeigen. Ja, Leute, das war's von mir. Das waren meine 8 Gadgets, die mein Leben entweder sehr viel schöner gemacht haben und einfacher gemacht haben oder eben mein Leben in keinster Weise verändert haben, seit ich es ausgetauscht habe. Am einfachsten ist es doch, bei den Dingen anzusetzen, die das Leben entweder besser machen oder wo es sowieso egal ist. Diesen Seed wollte ich einfach mal kurz setzen und in den Raum werfen, dass es halt auch einfach von dieser Seite aus angehbar ist. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr seid süß, ihr seid klein. Lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert diesen Kanal. Das sagt man so.